Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, aber ich wollte jetzt mal was Neues ausprobieren und weil ich des Öfteren doch darauf geschubst wurde, dass ich mal global reingucke, wie es mit Weltthemen so ausschaut, so ein, ich sage jetzt mal, Weltausblick fürs Weltgeschehen an sich. Habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal. Wenn es das jetzt sagt, dann hat sie gehaut und dann habe ich was gekriegt und wenn nicht, dann nicht. Und da schaue ich jetzt mal rein, ob ich für die kommende Zeit fürs Weltgeschehen, das werde ich aber jetzt wahrscheinlich nicht so regelmäßig machen wie meine anderen Ausblicke, sondern da werde ich sehr intuitiv, glaube ich, vorgehen. Und ich schaue jetzt einfach mal rein und frage, was quasi für die nächste Zeit auf der Welt so geschehen wird und dann schauen wir mal, ob ich da was reinkriege. Und wenn ja, was? Also, wie schaut's die kommende Zeit aus? Was wird da Weltgeschehen politisch allgemein kollektiv auf der Welt geschehen? Ich habe sofort einen Mr. Trump da. Der einen hochroten Kopf hat. Gut, das hat er öfters. Warum hat der so einen roten Kopf? Ja, ich krieg da irgendwie so rein, der wird nicht irgendwie, also der ist wütend, der ist sehr, sehr wütend und weil er mit dem, was er vorhat, nicht durchkommt. Also ich glaube, ich schaue ja nicht voll Nachrichten, aber ich habe irgendwie so mitgekriegt, dass er der da gerade ein bisschen durchdreht, weil er unbedingt der Mauer bauen möchte. Und das wird nicht klappen, krieg ich rein. Und das macht den natürlich immer wütender, immer wütender. Jetzt schau mal, was wird dann da passieren? Kommt dann da irgendwie was Negatives eventuell oder? Ich krieg den tatsächlich, dass er einfach einknickt. Also sprich, dass er das dann sein lässt. Seine Maueridee. Kann man sich jetzt so nicht wirklich vorstellen, aber ich krieg so, dass er wirklich einknickt und da einfach nicht weiterkommt, da einfach quasi an seine eigenen Grenzen gerät und da erstmal mit sich am Werke ist. Also der wird da nicht irgendwie nach außen negativ reagieren, erst vielleicht schon, weil er ja erst sehr wütend war. Und dann habe ich es reingekriegt, dass er wirklich so zusammensackt und so ein bisschen aufgibt. Und das ist ja was Positives, wenn es darum geht, eine Mauer bauen zu wollen, dann ist Aufgeben ganz gut, weil Mauern braucht man nicht, die Mauern sind da, um gesprengt zu werden, insofern braucht man kein Ei bauen und braucht da eher nicht. Und jetzt schaue ich da mal, das Bild kann ich so stehen lassen. Okay, das ist jetzt was quasi Trump-mäßig abgeht. Ist ganz interessant. Dann schaue ich ja mal, wie irgendwie Südamerika, da kriege ich. Ich krieg wirklich so ganz südlich rein, südlich so ein bisschen links, also nie ohne Seife waschen, so ein bisschen westlich. So südwestlich kriege ich das rein. Ich weiß jetzt nicht, was da für Land ist. Ist da Peru? Ich weiß es nicht. Hätte ich mal da ein bisschen besser aufpasst. Ich glaube, es ist so Peru und die Gegend, also so, ich sage jetzt einfach südwestlich, weil mit Peru bin ich mir nicht sicher. Ich sage jetzt südwestlich, so. Weil da habe ich so ein Pin drinnen, was wird da geschehen? Ich habe da auch so komische, ja, so Erdförderungsgeräte, Bauten, die wo quasi so aus der Erde irgendwas raus befördern sollen. Und Bauarbeiter auch. Was passiert da? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Okay, da kriege ich aufpassen, Ray. Ich habe jetzt auch gerade noch so ein komisch, ja, wie so eine Wasserfontäne, die so raussprüht, aber die ist sehr heiß. Also die ist, das ist ein bisschen so wie so ein, ich habe es in Lanzarote mal erlebt, auf dieser Vulkaninsel, da haben sie quasi irgendwas reingeschüttet in so ein Loch und da hat es auch so eine heiße Wasserfontäne rausgehauen. Und so kriege ich das da so ein bisschen und da soll man wohl, das sollen die Menschen aufpassen. Also wenn du da jemanden kennst, der da irgendwie
tätig ist oder wenn das irgendwie jetzt Peru oder südwestlich Südamerika erreicht und da irgendwie welche Menschen so an so Grabungen gerade beschäftigt sind, da ist wirklich aufpassen, da könnte ein Unfall geschehen, ja, so ein bisschen, da könnten Leute verletzt werden, das kriege ich wirklich so rein, ich will jetzt da niemanden Angst machen, ich sage, diese Voraussagen mache ich einfach, damit da im Vornherein vielleicht ein bisschen aufpasst werden kann und sowas eben auch vermieden werden kann, weil das, was ich sehe, passiert nur, wenn man es quasi einfach so weiterlaufen lässt, wie jetzt der Stand ist, wenn die Leute sich anders entscheiden, dann muss das nicht passieren und deswegen mache ich das, weil es vielleicht irgendwie einen Menschen erreicht, der da was tun kann und der dann da sich anders entscheiden kann und dann kann da, dann muss da dieser Unfall nicht passieren. Ich kriege das auch wirklich so rein, dass die Menschen so ein bisschen Verbrennungen haben. Also das ist wohl, ja, ich sage da, ich kriege jetzt nicht irgendwie tot rein oder so, sondern wirklich bloß schwer verletzt. Also was bloß, das glauben wir auch. Aber da ist irgendwo aufpassen angesagt. Und das ist wohl sehr, sehr wichtig, weil da halte ich mir jetzt gerade sehr lange dran auf. Gut, dann gehen wir mal auf Europa. Wie schaut es denn in Europa aus? Ich kriege erst Russland. Was ist in Russland? Da bin ich jetzt in einer sehr kalten Gegend. Mein Gott, Russland ist klar, dass da kalt ist, glaube ich. Also ich weiß nicht, was politisch in Russland gerade abgeht, aber ich krieg gerade irgendwie so rein, dass da nochmal so um Ländereien gestritten wird, um Grenzen, um wem gehört das jetzt eigentlich? Das ist irgendwie, also da scheint irgendwie nur so ein bisschen ein Konflikt da zu sein oder zu kommen, eben, dass da nochmal, ich krieg's so ähnlich rein wie damals mit Ukraine, glaube ich, war das, wo quasi da so ein bisschen gestritten worden ist und so habe ich es jetzt da auch herinnen. Ich krieg aber rein, dass dieses Chaos wichtig ist. Da geht's um Freiheit, um Befreien. Und das ist ganz wichtig, dass da ein bisschen Chaos reinkommt, weil dadurch kann natürlich Ordnung kommen. Ich sage einmal, keine Ordnung, ohne dass vorher Chaos war, gibt's nicht. Und das kriege ich aber rein, das hat was Befreiendes. Also da kann nochmal was Befreiendes kommen. Ich kriege jetzt auch, jetzt gehen wir auch schon weiter Richtung Asien. Da kriege ich Tibet rein. Ah, da kriege ich das Wort Befreiung. Also das ist wohl auch was, was demnächst ansteht, wo man vielleicht was hören wird dann, dass da einfach irgendwas in diesen zwei Gegenden abgeht, was irgendwie mit Befreiung zu tun hat. Und das ist gut so, da braucht es ja keine Angst haben, was auch immer da geschehen wird. Das führt zu Befreiung, das ist richtig, das ist wichtig und das auf jeden Fall einfach mal absegnen und wissen, okay, das wird gut ausgehen. Brauchen wir gar Angst haben. Gut. Dann schau ich mal, was ich europäisch krieg. Was kriege ich für einen europäischen Raum? Da kommt Frankreich. Da geht es irgendwie um die Finanzen und um Banken auch. Das kriege ich so für Frankreich, Spanien rein. Also da kann es sein, dass da irgendwie das Geld weniger wert sein wird, kommende Zeit. So ein kleiner Finanzcrash, sag ich mal, so eine kleine Krise. Habe ich so für Frankreich, Spanien gerade herinnen. Ist sicher gerade so diesen Index nach unten gehe. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich da rede. Im Grunde, weil ich da keine Ahnung habe, aber ist ja wurscht, muss ich ja nicht. Da geht so ein Ding runter, so ein Aktien. Strich, sag ich jetzt mal. Und da kann es dann natürlich auch so ein bisschen zu Turbulenzen kommen, weil dann die Leute natürlich das nicht so cool finden. Aber auch das ist gut so. Weil die Menschen dann natürlich die Dinge hinterfragen und auch wieder quasi einen anderen Weg einschlagen, eventuell und eben auch auf ihren Weg geleitet werden. Also auch hier kriege ich, das ist richtig und gut so.
Schauen wir jetzt mal Deutschland, wie schaut es denn bei uns aus? Berlin? Ich krieg jetzt lustigerweise das mit den Bienenrei. Da war jetzt in Bayern bei uns tatsächlich eine Unterschriftenaktion, wo ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Unterschriften braucht worden haben, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt. Das war vom Naturbund quasi so eine Aktion und das haben die Politiker gegeben und die haben da irgendwie wohl gerade am gucken, wie man da was umsetzen kann. Also es war zum Schutz von der Artenvielfalt eine Art Petition, sag ich jetzt mal. Und die ist durch, also die hat quasi so viele Unterschriften gehabt, wie benötigt wurden. Und irgendwie kriege ich das gerade einer, dass das nächste Zeit nochmal Thema sein wird, beziehungsweise logisch Thema sein wird, aber inwiefern? Da wird wohl politischer Seite nicht so viel geschehen. Was natürlich dann die Leute, die sich da dafür einsetzen, wieder unruhig stimmt und unmütig stimmt und halt da einfach gesehen wird, irgendwie so, warum passiert da jetzt nichts? Wir haben das ja alles gemacht. Und das führt dann auch wieder zu Konflikten zwischen Bürgern, sage ich mal, und Politik. Also da krieg ich's auch so rein und jetzt kommt auch Berlin dazu. Die Leute werden in Deutschland jetzt die nächste Zeit einfach gehäuft sehen, dass Politiker gar nicht drauf eingegangen, was die Menschen wollen, auch wenn da Petitionen eingereicht werden, auch wenn da irgendwas versprochen wurde, sondern die machen im Grunde ihren Schmarre und das wird quasi immer mehr beim Volk, bei den Bürgern auch kommen, dass da einfach vieles nicht mit rechten Dingen zugeht und dann werden sie natürlich viele da andere Wege suchen, sag ich jetzt mal, und einfach ja andere Wahrheiten ersuchen und da werden nochmal ein paar die nächste Zeit auf ihren Weg geleitet werden, auf ihren spirituellen Weg. Ich kriege auch ein paar Reihe, so Art Pioniere, die dann wirklich auch aufdecken wollen, was da hinter den Kulissen geschieht. In der Politik, ich kriege jetzt auch noch so andere Wahrheiten rein, die da ans Licht kommen wollen. Ich frage jetzt einmal, für welchen Zeitraum ist denn das jetzt, so die nächsten 3 bis 4 Wochen? Gilt das für den gesamten Ausblick? Okay. Ich krieg wirklich so ungefähr einen Monat rein. Ich kann dann Anfang März gern nochmal gucken. Ich krieg ungefähr einen Monat rein, wo jetzt so 4 Wochen ungefähr, wo jetzt das alles, was ich jetzt so gesehen habe, in etwa stattfinden wird oder kann, weil ich sage einmal, alles muss nicht so stattfinden. Die Menschen können da auch aufpassen, sag ich jetzt mal in Südamerika oder da ein bisschen anders agieren. Dann passiert natürlich da was anderes, aber so allgemein krieg ich's so rein, dass da einfach bei uns jetzt eben die Leute noch wütender auf die Politik werden, weil da einfach gesehen wird, die dann nix und wir machen und die dann nix und dann natürlich sie andere Wege suchen und ich krieg's aber auch nicht so rein, dass die jetzt da irgendwie da großartig auf Politiker abgehen, also so ein kleiner Teil natürlich schon, aber der größere Teil, der hinterfragt und der sagt, okay, was geht da eigentlich ab? Warum ist das so? Und warum passiert da nichts anders? Und da kriege ich auch so rein, dass die wirklich dann, jetzt sehe ich bloß gerade schon wieder was anderes, also dass viele Leute eben auf ihren Weg dadurch geschubst werden, was auch sehr, sehr positiv ist. Jetzt ist die Nordsee nur aufgeploppt und so ein Ölding, also so ein Ölteil im Meer, wo das Öl gefördert wird. Da kriege ich auch eine Obacht einer. Ein Achtung, aufpassen. Ich kriege irgendwie so eine riesige Welle rein. Also da kann es also ein bisschen Unwetter sein und das könnte dazu führen, dass quasi so eine Ölplattform irgendwie undicht wird. Also verzeiht's mir, wenn ich die Sachen alle nicht richtig ausspreche, aber ich kenne mich da auch nicht aus. Ich kann bloß sagen, was ich so ungefähr weiß und ihr werdet es mir schon verstehen, wie es morgen, hoffe ich mal. Also da wäre es möglich, dass irgend so ein Ölding undicht wird, weil ich habe jetzt auch so ein kleiner Öl, also Ölleck im Meer schwimmen. Und da soll man doch bitte mal aufpassen und
Auch hier, wenn du da jemanden kennst, der an sowas arbeitet, etc. pp., reicht es gern weiter, dass da vielleicht die kommende Zeit extra Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, weil wir wissen alle, wie scheiße das ist, wenn da Öl im Meer rumschwimmt. Das braucht man nicht und die Viecher da drin erst recht nicht. Und wenn du da eine Möglichkeit hast, das zu kommunizieren, dass die Leute einfach ein bisschen besser aufpassen die nächste Zeit und einfach nochmal abchecken, ob da wirklich alles dicht ist, dann kann man sowas vermeiden. Und das kriege ich da eben auch so rein, dass ich das so weitergeben soll, dass da einfach die Leute besser aufpassen, damit sowas vermieden werden kann. Das wäre sinnfrei, das muss nicht geschehen. Das ist quasi schlicht jetzt von mir so eine Vorsage, Voraussage, dass da einfach das eben nicht passiert. Hier, wenn du jemanden kennst, sag das weiter, gib das weiter und dann sollen die ein bisschen besser aufpassen und dann wird das auch, kann das auch gut ausgehen. Und eben dieser Ölding, also das kann dann auch quasi nicht passieren, dass da ein Öl austritt und ins Meer reinkommt. Und das wäre ja wesentlich schöner, sag ich jetzt mal. Das hat es für die Nordsee tatsächlich nur gekriegt. Schau jetzt bloß, ob da noch was anderes kommt. Klappern nochmal ab. Meine Weltkugel, ob da noch irgendwo was blinkt oder aufleuchtet, wo ich noch hingucken muss. Ich krieg Dings Südafrika gerade einer. Da kann ein bisschen Unruhe entstehen. Finde ich ganz interessant, weil eigentlich ist ja gerade eine energetische, ruhigere Zeit. Aber gut, der auf der anderen Halbkugel, da glaube ich, läuft es ein bisschen anders. Ich kriege da wirklich so ein bisschen eine Unruhe rein für Südafrika. Also es kann sein, dass da Bürgeraufstände gibt, dass da irgendwie in die Richtung nochmal was passiert. Aber das ist für die Reinigung des Planeten wichtig. Also das ist wieder was, was passieren soll, muss, darf, weil dadurch natürlich auch wieder Menschen auf ihren Weg gestoßen werden. Also auch hier, wenn du da irgendwas in den Nachrichten hörst, falls du Nachrichten guckst, keine Angst, das ist gut so, das ist richtig so. Auch das wird sich positiv entwickeln und zu was sehr Gutem führen. So, meine Lieben, ich mache das, wie gesagt, jetzt auch nicht regelmäßig. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was meine Intuition sagt, wann ich das mal wieder mache oder ja, ob ich es überhaupt mal wieder mache, weil mir macht es jetzt schon Spaß. Ich glaube, ich mache das mal wieder. Ich weiß bloß noch nicht wann. Ich mache es auch bewusst quasi unabhängig von meinem normalen Wochenausblick, weil ich sage, das globale Weltgeschehen, das ist für nicht für jeden in seiner Entwicklungsphase gerade gut, wenn er sich das reinzieht. Da acht bitte auf deine innere Stimme, weil es ist, ich weiß selber, in der Entwicklung wichtig, dass du dir da zeitlang quasi mal komplett von entfernst, damit du einfach zu dir finden kannst und dich da nicht mit irgend so einem Scheiß belastest, sag ich jetzt mal. Und das kann in einer gewissen Entwicklungsphase sehr belastend sein, das weiß ich selber. Und ich habe mich da auch sehr, sehr lange davon entfernt und komme jetzt erst so langsam wieder zurück, weil ich eben die Hinweise und die Impulse gekriegt habe, dass ich das machen soll. Und dann bin ich jetzt auch stark genug, damit umzugehen und das nicht zu sehr an mich heranzulassen. Und darum mache ich das auch abgesondert vom normalen Ausblick, weil ich es einfach wichtig finde, dass du da bewusst entscheiden kannst, ziehe ich mir das jetzt rein oder tut mir das jetzt gerade nicht gut und dann lass bitte auch bleiben. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr jetzt hier vielleicht auch zugeschaut habt und freue mich auch hier über jeden Daumen und über jedes Abo und über jeden Kommentar und über jedes Feedback und ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuschauen und ja, ich bin jetzt auch gespannt, wie das bei euch ankommt, weil da habe ich ja noch gar nichts verraten, dass ich sowas machen werde. Das weiß ich ja selber erst seit gestern, aber es wollte jetzt einfach schon und ja, bin jetzt auch selber gespannt. Ich muss mal echt einmal wieder öfters ein bisschen Nachrichten anschauen oder zumindest so einmal die Woche, dass ich mal ein bisschen guck, was da so passiert, weil ich habe halt echt null Plan momentan. Weiß jetzt auch bloß das, was ich gesagt habe. Aber gut, das kriegen wir hin und da schaue ich jetzt einfach einmal, wie sich das bei mir weiterentwickelt, was ich da noch möchte, tun möchte und kann. Und ansonsten einfach mal Dankeschön fürs Einschalten, dass ihr euch auch auf das Neue jetzt eingelassen habt und da vielleicht mich auch weiterhin verfolgt. Wie auch immer, ich danke euch recht herzlich. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und
Alles, alles Liebe euch. Dankeschön.